Die Bezirksvorstandssitzung der SPÖ in Mödling stand unter dem Motto »Mit neuer Kraft in die Zukunft«. Gespannt war man vor allem auf das Referat des Landesparteivorsitzenden Franz Schnabel. Franz Schnabel kam zu einer Sitzung der SPÖ-Bezirk Mödling, wo er sich selbst vorstellte und seine Ideen vor 120 Gemeindemandataren und Mitgliedern präsentierte. Alles neu macht der Mai, das ist eine ganz schöne, lustige Vorstellung, aber richtig ist natürlich, dass wir viele Dinge in Niederösterreich neu ordnen müssen, dass wir nicht nur Personen tauschen müssen, dass wir auch Inhalte neu definieren müssen. Und dass wir neu versuchen müssen, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, um gemeinsam für Niederösterreich Besseres zu erreichen. Schnabels Rede begann kritisch, als er die Situation in Niederösterreich anhand von Kennzahlen und Statistiken erläuterte und festhielt, dass Niederösterreich in den Bereichen Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Steueraufkommen, Verschuldung und Bildung im Ländervergleich zu den schlechtesten gehört. Wir sind das zweitschlechteste Bundesland, was den Arbeitsplatzquotienten betrifft. Das ist die Zahl. Wie viele Menschen leben in einem Land versus wie viele Arbeitsplätze in dem Land gibt es. Wir sind das drittschlechteste Bundesland, wenn es darum geht, sozusagen, was ist die Steuerquote, hast Steueraufkommen pro Einwohner. Wir sind das drittschlechteste Bundesland, was die Verschuldungsquote betrifft. Mein Ziel ist es, Niederösterreich bis 2025 zum Top 1 Bundesland zu machen in all diesen Bereichen. Und das ist möglich, weil wir profitieren von der stärksten Wachstumsachse in Europa, in Bratislava. Der neue Landeschef skizzierte seine Ideen für das Land. Sicherheit sei ein wichtiger Aspekt, nicht nur was Kriminalitätsbekämpfung betrifft, sondern auch die Sicherheit im Alter, die Sicherheit eines Arbeits- und Kinderbetreuungsplatzes und die Sicherheit des Bildungs- und Gesundheitswesens. Wir leben in einer extrem spannenden Zeit des digitalen Wandels. Viele Dinge, die Arbeitszeit, Arbeitsruhezeit und anderes betreffen, werden heute in Frage gestellt. Wir sind die Partei auf der einen Seite, die an der Spitze dieser Veränderungsbewegung sich dafür einsetzt, dass die Rahmenbedingungen für die arbeitenden Menschen gerecht sind und dass die Bildung als Chance für diese Arbeitsbedingungen neu definiert wird. Auch die innenpolitischen Umbrüche auf Bundesebene waren Thema des Abends. Abgeordneter zum Nationalrat Hannes Weninger: Statt die ausverhandelten, vereinbarten und unterschriebenen Reformprojekte umzusetzen, ist man nun davon gelaufen. Sollte deshalb die Bildungsreform scheitern, wäre das fatal für die Jugend. Weninger will unbedingt auch die Abschaffung der kalten Progression, das Paket gegen Altersarbeitslosigkeit und die Erhöhung der Studienbeihilfen umsetzen. Ich glaube, wir werden jetzt im Sommer mal inhaltlich durcharbeiten und dann wird wahrscheinlich der Nationalratswahlkampf direkt in den Landtagswahlkampf übergehen. Das heißt Sommerpause gestrichen? Naja, im Sommer ist alles etwas ruhiger, aber wir werden schon die Zeit nutzen zur Vorbereitung für den Herbst.